Die Jagd wurde hier im Grunewald sehr intensiv betrieben bis 1904. Danach wurde es einfach zu gefährlich, um hier im Grunewald zu jagen, da sich der Wald zu einem Ausflugsgebiet entwickelt hatte, viele Spaziergänger in der Gegend unterwegs waren und auch die Villengegend immer mehr Besitz vom Wald ergriff und folglich es einfach zu gefährlich wurde, um hier zu jagen. Man hat das Jagdrevier 1904 offiziell aufgegeben. Danach hat das Schloss eine sehr wechselvolle Geschichte durchgemacht. Es wurde als Ausflugsgebiet auch von der königlichen Familie und kaiserlichen Familie weiter genutzt, bis letzten Endes 1932 das Haus zum Museum wurde. Man hat ein Kunstmuseum hier mitten im Wald geschaffen, hat an weißen Wänden Stilräume eingerichtet, neben Gemälden auch Möbel ausgestellt und ein breites Spektrum an Kunst dem Besucher hier zugänglich gemacht. Und diese Ausrichtung hatte das Haus letzten Endes bis 2006, als man für Umbauarbeiten und eine größere Renovierung das Haus geschlossen hat.